Es ist 6:30 morgens. Ich habe eigentlich Urlaub. Schönen guten Tag. Neues Video von Savage Scooters. Boah. Ich bin schon hässlich. Aber hat ja keiner selber gemacht. Vor allem morgens bin ich hässlich. Wird aber über den Tag nicht besser. Ich gucke in den Spiegel. Bleibt dieselbe Scheiße. Männer, schönen guten Tag. Boah, ich bin total zerknittert. Ich habe eigentlich Urlaub. Und die Teile sind jetzt alle da. Und ich will das Ding endlich fertig kriegen. Insbesondere, weil ich jetzt in den Urlaub fahren möchte. Und das sollte der Motor vorher zusammengebaut sein. Heute wird, große Hochzeit, Motorhälften kommen zusammen, Zylinder kommt drauf, Ansauger und Vergaser. Zündung fehlt immer noch. Die lässt sich noch ein bisschen bitten, sonst wäre der Motor wahrscheinlich heute Abend im Grunde Einsatz fertig, glaube ich. Ja, viel Spaß beim Video. So, wie ihr seht, ist der Motor zusammengebaut. Und jetzt wollte ich euch etwas zeigen, was immer mal wieder zu Problemen führt. Und zwar ist das das Einsetzen von dem Wellendichtring. Das ist vielleicht mal ganz interessant zu sehen und zu wissen, was man da beachten muss. Generell solltet ihr gucken, dass diese Kante hier entgratet ist. Also es zeigt sich, dass hier bei einem neuen Gehäuse ab und zu dieser Grat hier sehr, sehr, sehr hart ist, beziehungsweise sehr stark vorhanden ist. Dann nimmt man so ein Gerät, das ist zum Entgraten. Und fährt einmal, natürlich jetzt nicht, fährt einmal hier rum und nimmt den Grat weg. Das habe ich schon gemacht, um dann den Wellendichtring einzusetzen. Und dafür habe ich ein Spezialwerkzeug. Da habe ich diese Hülse, die setze ich drauf, setze den Wellendichtring drauf. Ja. Natürlich ist es ganz hilfreich, wenn man mal ein Tröpfchen, das Jute, das richtig Jute WD-40, mal ein Tröpfchen drauf macht. So, ja, dann flutscht das Ganze besser. Ne? Der eine oder andere wird diese Bewegung kennen. Mehr gehe ich da jetzt oder näher gehe ich darauf nicht ein. Dann setzt ihr den Wellendichtring auf, schiebt ihn runter. Damit verhindert ihr, dass die Wellendichtringlippe sich unter Umständen nicht sauber um die Kurbelwelle legt. Ja? Und dann klöpfelt ihr einfach den Wellendichtring rein. So, hierbei solltet ihr dann darauf achten, dass der Wellendichtring nicht unterständig steht. Das bedeutet, dass er parallel zu dieser Aluminiumkante ist und nicht tiefer eingesetzt wird, weil er unter Umständen dort Kanälchen verstopfen könnte. So, wir gucken von unten auf den Motor, weil hier gibt es auch noch einen kleinen Hinweis für den geneigten Hobbyschrauber. Wir haben hier den Kupplungsarm. Da wir eine King-Kupplung verbaut haben, ist jetzt etwas Kriegsentscheidendes. Wenn ihr nachher den Motor zusammenbaut, hier kommt noch ein Widerlager rein, der Zug und hier hinten wird dann der Klemmnippel draufgeschraubt, um den Kupplungszug zu fixieren. Der geneigte Schrauber ist immer, sagen wir mal, in der komfortablen Situation, dass er dieses Spiel vom Hebelarm rausnimmt. Bei der King-Kupplung lasst ihr das ganz gepflegt bleiben. Bei der King-Kupplung bleibt genau dieses Spiel im Hebel. Dieses Spiel übertragt ihr oben in den Hebel. Ihr nehmt dieses Spiel hier unten nicht raus. Das heißt, der Druckpilz darf nicht auf Druck auf das Lager stehen. Das ist bei der King-Kupplung ganz entscheidend. Der Druckpilz darf nicht auf Druck auf das Lager eingestellt werden, sondern erst in dem Moment Kontakt mit dem Lager und der Kupplung haben, in dem Moment, wo gekuppelt wird. Ihr zieht den Kupplungszug ein und setzt auf der Seite den Nippel und lasst das Spiel so und müsst euch leider daran gewöhnen, dass euer Kupplungshebel immer gefühlt etwas zu schlabbrig ist. Aber ihr braucht dafür auch nur die Kupplung ungefähr gefühlt 5 mm ziehen und ihr habt die volle Trennung. Das heißt, den gesamten Kupplungshebelweg, den ihr bisher brauchtet, den braucht ihr gar nicht mehr, weil die Kupplung sehr, sehr schön und sehr, sehr gleichmäßig und sehr schnell trennt. Kleiner Tipp am Rande. So, wieder ein kleiner Tipp unter uns Klosterschwestern. Wir wollen jetzt den Ansauger verbauen. Die Flächen sind in der Regel hundertprozentig gerade bearbeitet. Sowohl im Ansauger als auch am Gehäuse. Es kann aber mal sein, dass es hier und da vielleicht nicht so ganz gerade ist. Oder dass irgendwie, weiß ich nicht, bei den Italienern anders gerade ist als bei uns Deutschen. Also, kann ja mal sein. Um das zu verhindern, dass hier an dieser Stelle dann Fremdluft gezogen wird, baue ich mir aus diesem Papier immer noch eine Dichtung von dem Ansauger, um hier sicherzugehen, dass ich
noch eine kleine Papierdichtung dazwischen habe. Ich kann euch mal zeigen, von welcher Firma das ist. So. So, da ist jede Menge viel Dichtungspapier drin. Daraus mache ich mir immer die Dichtungen für meine Ansauger. Und seit dem Tag habe ich also keine Undichten mehr. So sieht das dann fertig modelliert aus. Ist jetzt nicht ganz der Anspruch, den man hat, wenn man so ein Teil aus dem Laden bekommt. Aber für unsere Zwecke und für die Zwecke der Dichtheit sollte das reichen. Sehr schön. So, meine Lieben. Zylinder sitzt drauf, Ansauger ist drauf, wie ihr sehen könnt. Jetzt werden wir Steuerzeiten vermessen. Wir haben den Hubausgleich am Fuß, wir haben den Pleuelausgleich am Fuß. Das heißt, ich habe im Moment 4 mm unterlegt. Ich bin jemand, der traditionell mit der Gradscheibe ausmisst. Es gibt ja mittlerweile diverse elektrische Hilfsmittel oder elektronische Hilfsmittel. Ich bin oldschool, ich mache das mit den Fingern. So, dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. So, die Messungen haben ergeben, dass ich mit einer 2,5er Fußdichtung 124 zu 188 an Steuerzeiten habe. Finde ich gut. Nachdem wir nun die Steuerzeiten ermittelt haben, geht es natürlich auch darum, die Quetschkante zu ermitteln. Und die Quetschkante ermittelt man traditionellerweise mit einem Lötzinn, der auf den Kolben kommt. Mit der entsprechenden Fußdichtung, die man sich vorher ausgerechnet hat, sollte dann die Quetsche erfolgen. Hier müssen es sein 1,35 bis 1,4, ja, und das ermittelt man idealerweise an den Stellen. So, ich gehe mal näher. So. Macht es nicht so, dass ihr das hier unten nur reinlegt, weil dann könnte der Kolben vielleicht ein kleines bisschen kippen. Macht es parallel rechts und links auf Höhe der Überströmer. Jetzt könnt ihr dann den Lötzinn rausnehmen und könnt an dieser Stelle dann die Quetschkante ermitteln. So, und das Schöne ist, wenn ihr dann die Quetschkante ermittelt habt mit diesem Lötzinn und ihr nehmt den Lötzinn und legt den auf den Kopf drauf, dann seht ihr genau die Druckstelle, die der Lötzinn hinterlassen hat. Da seht ihr die Druckstelle, die der Lötzinn hinterlassen hat. Und idealerweise messt ihr genau an der Stelle, an dem äußersten Punkt, und ermittelt dort die Höhe der Quetschkante. Mal gucken, was das Messeisen mir jetzt sagt. Es ist soweit, der Motor ist drin, die Heirat hat stattgefunden, die Trauzeugen waren begeistert, die Gäste sind schon alle wieder abgereist, das Einzige, was fehlt, ist die Zündung. Also, warten wir noch auf die Zündung. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir soweit durch. Wir könnten dann das Moped mal auf den Prüfstand stellen. Ja, ich freue mich. Meine Fresse, ich habe fertig. Also, Motor ist drin. Motor ist soweit zusammengebaut, komplett angeschlossen. Der Vergaser ist angeschlossen. Es ist alles fertig. Was fehlt, ist die Zündung. So, darauf werden wir jetzt mal uns noch ein bisschen abspielen. Sprich, wir werden warten, bis die Zündung eintrudelt. Dann heißt es Zündung anklemmen. Abblitzen, wir werden statisch fahren, wir werden mit 19 Grad statisch anfangen und dann mal gucken, wohin wir uns abarbeiten können. Ja, gebraucht habe ich für das Projekt, muss ich mal nachschauen, ich blende euch das mal ein, ich weiß es nämlich jetzt gar nicht aus dem Kopf, ich habe mir das mal aufgeschrieben, wie viele Stunden ich gemacht habe, an diesem ganzen Thema, inklusive Demontage, alter Motor, neuer Motor rein, Roller zerlegen, Motor zerlegen, also die ganze Geschichte habe ich bespielt. Dann gebe ich euch mal so ein Zeitfenster, was das ungefähr an Zeit dauert. Jetzt erhebt das keinen Anspruch auf Schnelligkeit von anderen Menschen. Das heißt, jeder andere ambitionierte Schrauber ist vielleicht schneller, ist vielleicht langsamer. Das kann jeder handhaben, wie er will. Ich arbeite in meinem Tempo, aber manchmal laufen die Dinge halt einfach nicht, wie sie laufen sollen. Zum Beispiel mit dem Anbauen des Polini-Auspuffers hier. Der wollte heute mal so gar nicht, dem musste ich erstmal auf die Beine helfen. Aber jetzt ist er auch dran. Ich zeige euch mal so ein kleines Zwischenpörnchen oder Abschlusspörnchen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt mitten im Video ist oder ob das Ende vom Video ist. Ich habe keinen blassen Schimmer. Whatever. Also, ich zeige euch mal ein paar Bilder und mit ein bisschen Mucke wieder im Hintergrund. Könnt den Wohnzimmertisch wegrücken und ein bisschen schwurfen. In diesem Sinne. Tschüssikowski.